Explodiert jetzt der Ölpreis oder gibt es doch eher einen Ölpreis-Crash? Meine Einschätzung dazu in den nächsten Minuten und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video von Capital.com. Mein Name ist Hermann Köckemann und bevor wir durchstarten, empfehle ich dir den Kanal direkt zu abonnieren, denn jede Woche erwarten dich hier neue, interessante und spannende Videos rund um das Thema Börse, Finanzen und Trading. Da geht's nach den hiesigen Medien, nach den Schlagzeilen müsste der Ölpreis eigentlich explodieren. Hintergrund ist natürlich das Ölembargo seitens der EU gegenüber Russland. Man will also kein russisches Öl mehr in die EU importieren. Dazu kommt sogar noch, dass in diesem Aktionspaket, so werden Stimmen laut, drinsteht, dass man europäischen Unternehmen verbieten will, russisches Öl auf dem Seeweg zu transportieren und zu versichern. Die Mehrheit der Öltransporte auf dem Seeweg werden aber nach EU-Recht versichert. Also da werden schon Stimmen laut, das könnte noch knirschen und Probleme geben und den Ölpreis nach oben schieben. Dazu kommt, dass sich die OPEC Plus geräuspert hat und gesagt hat, naja, unsere Fördermengenerhöhung, die behalten wir für Juni bei 430.000 Barrel pro Tag bei. Das hatte man schon vor längerer Zeit schon so beschlossen. Also auch die sind nicht wirklich gewillt, jetzt die Ausfälle aus Russland zu kompensieren. Auch das durchaus ein Faktor, der meinungstechnisch den Ölpreis nach oben schieben kann. Auf der anderen Seite muss man allerdings berücksichtigen, dass sich die EU noch gar nicht vollständig einig ist. Also die 100%-Quote ist nicht erreicht, dass alle zustimmen gegen dieses Ölembargo. Da gibt es den einen oder anderen, zum Beispiel Ungarn, der sagt, sehe ich nicht so, da habe ich so meine Probleme mit. Das zum einen. Zum zweiten gibt es einen Übergangsfrist von 6 bis 8 Monaten. Auch da ist also noch Zeit drin, sodass es nicht unmittelbar jetzt sofort durchschlägt. Und das nächste, was man nicht außer Acht lassen darf, ist natürlich die Weltkonjunktur. Da hat man die Prognose schon nach unten gesenkt, dass sich die Weltwirtschaft abkühlen könnte und würde. Auch in den USA, die Konjunkturdaten für das erste Quartal waren sehr ernüchternd, überraschend schlecht ausgefallen. Auch Deutschland hatte vermeldet, dass der Export deutlich gedämpft ist aus Deutschland raus. Auch für die EU sieht man konjunkturell da eher schwarze Wolken am Himmel. Und auch in China, die fahren ja noch ihre Null-Covid-Strategie. Auch da rumpelt es. Die Wirtschaft, da geht man auch davon aus, dass die auch einen Dämpfer bekommt. Und in China, ja, da stapeln sich die Schiffe vor den Häfen, die nicht abgefertigt werden können. Und wie heißt es so schön? Erst die Ware, dann das Geld. Also keine Ware, kein Geld, also dann auch kein Umsatz. Und dementsprechend, wenn die Konjunktur so eingedampft wird, wenn die Erwartungen nach hinten gehen, dann sollte eigentlich auch der Ölpreis abfallen. Denn alles, was wir momentan sehen, alle Preise im Öl oberhalb der Marke von vor dem Kriegsausbruch, das ist natürlich alles vollständig spekulativer Natur. Und da kann es durchaus dazu kommen, wenn dann das mal im Gedächtnis oder im Kopf der Händler ankommt, naja, die Nachfrage ist ja gar nicht da und der Preis gar nicht gerechtfertigt, dass der dann nach unten durchrutscht. Aber das schauen wir uns jetzt ein bisschen genauer an auf der Plattform von Capital.com. Los geht's! Starten wir durch im Wochenchart und wie man unschwer erkennen kann, haben wir hier einen Aufwärtstrend. Wir sehen es hier, der Abwärtstrend ist hier gebrochen worden. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung und dann natürlich hier diesen starken Impuls aus Februar, als die Preise hier richtig nach oben durchgeschoben sind. Wir sehen aber auch, dass schon im Vorfeld, also quasi seit Dezember, der Ölpreis ordentlich Kurs nach oben genommen hat. Da waren wir noch so bei rund 72 US-Dollar, würden wir heute von träumen. Also seitdem schiebt der Preis kontinuierlich nach oben. Was wir aber auch sehen ist, dass wir hier in einer Seitwärtsphase unterwegs sind. Das heißt, es konnten noch keine neuen Hochs ausgebildet werden. Dementsprechend haben wir hier jetzt auch im Moment erstmal folgende Begrenzung auf der Oberseite. Natürlich das Top, was sich hier ausgebildet hat, so bei rund 124 US-Dollar als Widerstand. Unterstützung auf der Unterseite so bei 92,16 Dollar. Und wir sehen ja auch von hier aus, dass Schub reingekommen. Ich erzähle das immer wieder mal in den Videos, dass an den Stellen, wo Schub in den Markt gekommen ist, dass das dann auch eine gute Unterstützung ist. Und das sehen wir ja hier, dass sich der Kurs darüber behaupten kann. Ja, schauen wir in den Tageschart. Auch hier natürlich Aufwärtstrend mit einem korrektiven Abwärtstrend. Und hier sehen wir nochmal diesen Bereich, von wo es also Schub nach oben gegeben hat. Wir sehen es auch hier, diese Kerze, kein Docht, keine Lunte, nix. Das sind eben diese Bereiche, die durchaus charttechnischer Natur interessant sind, dass ein Kurs dann wieder in die Richtung Bewegung einschlägt. Wir sehen aber auch, dass wir hier eine Seitwärtsbewegung jetzt eingeschlagen haben, also Unterstützung, nochmal der Retest und dann jetzt langsam aber sicher schleicht der Kurs wieder nach oben. Das heißt, unterstützungstechnisch liegen wir auch hier bei rund 92,16 Dollar.
Die ist jetzt erstmal bestätigt, der gleitende Durchschnitt läuft von unten heran, aber überkauft sind wir eben noch nicht, so wie wir das hier gesehen haben im März, da waren wir überkauft und in der Folge ist der Preis dann auch deutlich abgesackt. Innerhalb weniger Tage sind wir dann eben von diesen Tops über 120 US-Dollar runtergekommen auf deutlich unter 100 Dollar zu 92,16 Dollar. Also an diesem Punkt sind wir nicht. Das heißt, von der Dynamik her hätten wir durchaus Platz nach oben. Somit haben wir zunächst erstmal einen Widerstand hier im Bereich von 113,95 Dollar Unterstützung. Identisch auch hier eben mit dem Wochenchart bei 92,16 Dollar. Jetzt machen wir noch einen kleinen Exkurs in das Währungspaar Euro-US-Dollar, weil wir natürlich immer mit Blick auf den Ölpreis parallel auf die Tankstelle schauen. Und da ist es eben so, dass Öl in US-Dollar gekauft wird und wir müssen unsere Euros erstmal in US-Dollar tauschen, um eben Öl kaufen zu können. Also auch wenn Öl mal nach unten geht, also auch Korrekturen gemacht hat von diesen Tops, die wir dieses Jahr gesehen haben, ist der Kraftstoffpreis dennoch sehr hoch. Und bleibt auch momentan sehr hoch und das hängt damit zusammen, dass der Euro immer schwächer wird zum US-Dollar. Das sehen wir hier im Tageschart. Also wir haben hier eine deutliche Abwärtsbewegung. Wir sehen hier auch, dass seit Februar eben, seit diesem Angriffskrieg von Russland und Ukraine, dass wir hier immer schwächer geworden sind und dementsprechend haben wir noch dieses hohe Niveau eben an den Tankstellen, weil wir eben sehr teuer die Dollars kaufen müssen, um das Öl zu kaufen und dann wieder zurückzurechnen in Euro an der Tankstelle. Aber zurück zum Öl hier im Tageschart. Also wir sehen hier nochmal die Situation Ende Februar. Als der Ukraine-Konflikt gestartet ist, hatten wir erst so einen Peak nach oben und dann im Nachgang schoben die Preise dann nach oben. Also da haben wir dann Schub nach oben gekriegt und dieses ganze Preisfenster hier eben aus diesem Bereich von um die 92 US-Dollar bis hoch 124 US-Dollar ist aus meiner Perspektive rein ein spekulativer Preis. Man hat also darauf spekuliert, dass Russland als Ölanbieter ausfällt, dass kein Öl mehr ankommt und dementsprechend sowieso bei Krisen immer gerne schiebt der Ölpreis fast unkontrolliert nach oben. Genau das ist jetzt hier momentan der Fall, beziehungsweise das haben wir jetzt hier gesehen. Man hat also darauf spekuliert, dass das Öl wegfällt und somit sind die Preise nach oben geschoben. Das heißt, sie sind nicht nachfrageorientiert, diese Preise, sondern sie sind spekulativer Natur, weil wir haben ja nicht von heute auf morgen auf einmal hier viel mehr Kraftstoff verbraucht. Ganz im Gegenteil, durch die hohen Spritpreise in der EU, in Europa, wird der Verbrauch weiter sinken. Die Weltwirtschaft, das, was ich eingangs gesagt habe, die fängt an zu schwächeln. Das kann durchaus noch schlimmer werden. Und dementsprechend sinkt dann auch entsprechend die Nachfrage nach Öl. Das heißt, wir haben durchaus das Risiko, dass wir vielleicht vom Best-Case-Szenario hier nochmal einmal dran klingeln hier oben und dann nach unten wegfahren, also dass wir dann hier ordentlich Korrektur bekommen. Und wenn wir da mal in den Wochenchart hineinschauen, wenn wir das hier mal ein bisschen anpassen, wenn wir nochmal zurückgehen zum Wochenchart, also bei einer Korrektur, kleiner Durchschnitt ist hier 67 Dollar, wäre dort nicht unwahrscheinlich. Ja, schauen wir zum Schluss noch in den Stundenchart. Auch hier haben wir entsprechend einen Aufwärtstrend, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur. Und jetzt haben wir hier was Interessantes. Wir haben so eine Art aufsteigendes Dreieck. Das heißt, wir sind hier oben ans Top dran gelaufen, an diesen Punkt, sind immer wieder abgeprallt, aber wir bilden hier Hochpunkte aus. Ja? Tief, höheres Hoch, höheres Hoch, höheres Hoch, höheres Hoch. Das heißt, der Markt korrigiert, aber dreht an immer höheren Punkten. Das heißt, wenn wir hier nach oben durchlaufen, Best Case durch, nochmal Korrektur, Widerstand, Unterstützung und dann wieder anziehen, ein charttechnisches Signal bekommen, dann ist durchaus die Chance da, dass der Kurs recht zügig eben an diese Widerstandsmarke hier bei 113,95 läuft. Und deswegen behalten wir den Widerstand hier oben 113,95 auch für den Stundenchart erstmal bei. Klappt das nicht und wir bekommen hier einen Fehlausbruch, also laufen hier oben raus, setzen auf, aber rutschen direkt nach unten durch, dann können wir recht zügigen Abgabedruck bekommen aus charttechnischer Sicht und dann wäre so ein erster Haltepunkt hier diese Marke bei rund 104 US-Dollar, Widerstand, 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 Unterstützung, also erster Unterstützungstest ist da und dann haben wir auch den gleitenden Durchschnitt, der von hier unten kommt, hier zum Beispiel, wo der so ein Kurs dann durchaus auffangen kann, also wäre das hier unten eine recht interessante und spannende Unterstützung, so bei 104,70 Dollar. Überkauft sind wir allerdings laut RSI momentan noch nicht.
Soweit erstmal zu meiner Einschätzung rund um den Ölpreis. Wie es nachher läuft, das bleibt natürlich noch abzuwarten. Zumindest haben wir uns erstmal vorbereitet mit den entsprechenden Widerstands- und Unterstützungsmarken im Wochenchart, im Tageschart und im Stundenchart. Denkt aber bitte mal dran, alles, was wir hier im Chart zu besprechen, das kann so kommen, das muss nicht so kommen. Es handelt sich dabei lediglich um eine persönliche Einschätzung aufgrund meiner langjährigen Erfahrung. Ich hoffe jedenfalls, das Video hat dir gefallen. Wenn das ist, dann lass doch bitte einen Daumen nach oben da und vergiss nicht, den Kanal direkt zu abonnieren. Dann bist du immer informiert, wenn es ein neues Video gibt. Bis dahin wünsche ich dir viel Erfolg beim Traden. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal.